Hallihallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute bin ich in einem, seht ihr, blau-gelb. Heute beginnt das Schützenfest hier in Biberach und wir sind natürlich alle ein bisschen geknickt, dass es nicht so stattfinden kann, wie es immer stattfindet. Darum habe ich hier schon von meiner Dekoration eine kleine Rose ein bisschen gekürzt. Ich hoffe, ich kann sie trotzdem nachher verarbeiten. Die habe ich jetzt schon für eine andere Deko gepostet auf Insta. Ja, ich habe jetzt meine kleine Tischdeko vor, weil wir werden an Schützen bestimmt auch mit einer ganz Mini-Runde ein-, zweimal zusammenkommen. Und da möchte ich einfach eine schöne Tischdeko. Die soll jetzt nicht in den Farben gelb-blau so typisch sein, sondern einfach Sommer. Wir haben Sommer, es sieht zwar draußen nicht so aus, aber tatsächlich, es ist Juli und Sommer. Ich habe jetzt so ein paar Blumen schon mal gekauft, wie gesagt, die wunderschönen Rosen. Dann Allium, Dahlia, nochmal eine Rose in Pink, Panikumgras und noch ein bisschen von dem Alchemilla. Das weiß ich noch nicht genau, ob ich das verwenden werde. Das ist jetzt schon am Verblühen. Das habe ich jetzt noch aus dem Garten geschnitten. Die Grundbasis ist so ein Holzbalken. Das ist ein Eichenbalken, der ist von meinem Papa. Den hat er mir zurechtgesägt. Und alternativ, weil es ist jetzt ein sehr, sehr langes Objekt, an den Enden habe ich hier Eisenstangen reingebohrt. Und damit es einfach, das soll ein Objekt sein, das ich halt einfach immer wieder verwenden kann. Das kann man alternativ auch kleiner machen. Ich habe jetzt hier auch einfach mit so einem kleineren Draht, das ist so ein 1,5 mm Draht, und einfach mit dem Bohrer, 1 mm Bohrer, einfach Löcher reinbohren und dann befestigen, weil ihr braucht so ein bisschen einen Halt für den Draht, für dieses Umspielen von dem Draht. Das kann man in so einem kleinen machen. Natürlich schneidet man dann hier einfach die Drähte ab. Zack, zack, je nach Höhe, wie man es haben möchte. Das kann man dann niedriger machen. Finde ich auch schön für eine Tischdekoration, für eine Hochzeit oder auch in der Länge. Man könnte es jetzt auch so verwenden. Ich wollte einfach das schöne Holz, dass man das einfach auch sieht. Ja, jetzt als Beispiel. Und ich werde mit euch das Kleine machen. Einfach nur das Gerüst mit diesem Draht, mit dem normalen Wickeldraht, geglühten Wickeldraht. Der ja rostet, wenn der in Feuchtigkeit kommt. Immer ein bisschen Acht geben drauf. Die schuhe ich gerade zur Seite. Und tada! Das ist das Drahtobjekt. Einfach an die zwei Enden rein. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch anhand von dem Kleinen. Mir war es halt wichtig, dass man mit den Wasserröschen arbeitet und die dann einfach rausziehen kann, ohne dass man es an irgendwas befestigt. Ihr könntet jetzt auch hier an den Drahtenden, also einfach hin und her Draht schlingen und euch da ein eigenes Muster weben und die Röhrchen dann halt einsetzen oder dann befestigen, je nachdem, ob es dann hält. Aber das war halt für mich jetzt so das Einfache, Coole daran. Zack, ich kann die reinstellen und kann sie einfach wieder rausnehmen, wenn es verblüht ist oder wenn es Wasser frisch gemacht werden muss. So, ich stelle das schwere Teil kurz zur Seite. Ich habe für das Objekt, ich weiß gar nicht, wie lang ist denn das, habe ich jetzt gar nicht gemessen, Meter, ja, ein Meter, denke ich, habe ich jetzt drei Rollen Wickeldraht gebraucht. Und ihr wickelt dann einfach den Draht immer auf. Ihr kriegt so ein bisschen schwarze Hände. Ich habe ja schon öfters was mit dem mit dem Wickeldraht gezeigt. Ups. Thank you.
So, jetzt wickele ich einfach noch mal so ein bisschen den Draht drumherum. Mache noch ein längeres Stück und verwebe dieses so ein bisschen. Einmal rein, dann einmal wieder zurück, so dass diese Schlingen von dem Aufwickeln schön verschachtelt sind. Wem jetzt das mit diesem Draht nicht so gut gefällt, der kann ihn auch gerne lackieren, also ansprühen. In Gold, in Silber, in Weiß, farbig. Das ist auch cool. Und dann kann man das auch noch einmal so ein bisschen auseinandernehmen. Einfach so ein bisschen mit dem Draht spielen. Das stellt sich besser dahin, gell? So, und da jetzt für jetzt eine Hochzeit fände ich das auch stark. Oder überhaupt als Tischdeko. So, zwei Stück. Das kann man dann natürlich ein bisschen niedriger machen, dass man den Gegenüber sieht. Aber jetzt als Raumobjekt fände ich das schön. Und man könnte auch zum Beispiel noch so ein schönes Band drumherum machen. So. Schaffe ich mal gerade ab. Das ist jetzt einfach nur ein Beispielband. Jetzt habe ich die Klebepistole natürlich nicht an, aber Stecknadeln, das geht auch. Noch mal ein Stück abschneiden. Und da könnt ihr jetzt einfach eine Blüte, zwei Blüten, je nachdem. Und noch so ein Gras. So. Mehr würde ich gar nicht machen. Das von der Dahlia, eine Knospe, die noch mit rein. Das wäre jetzt die Nummer in klein. Habe ich euch gezeigt, wie ihr den Draht verarbeitet. Und das Ganze gestalte ich jetzt trotzdem noch einmal in groß. Ich möchte einfach auch gerne noch sehen. Und Wahnsinn! Ein Wahnsinnsobjekt hier. Meine ganze Arbeitsfläche. So. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn das nachher auf meinem Tisch steht. Jetzt stecke ich einfach die Röhrchen rein. Ich habe jetzt auch unterschiedliche Größen. Man könnte es jetzt auch einfach nur auf der Seite bearbeiten oder da und da oder nur die Mitte dann mit Blüten. Also das ist halt, ich sehe es einfach als Objekt, das Ganze.
als so ein Raumschmuck. Vollbracht. Das war's schon von mir. Ich sag auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es gefällt euch. Dann gebt mir ein Like und ich freue mich schon auf das nächste Video. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.